Marco Löhring, erstes Relegationsspiel zur Landesliga. 2-1 Heimsieg gegen TSV Meidingen. Ausgangslage ist klar, ihr habt ein Gegentor bekommen zu Hause. Jetzt müsst ihr so weitermachen wie heute eigentlich nur. Ja, richtig, war sehr intensives Spiel, nicht nur für die Jungs, glaube ich, für mich auch. Merkt man vielleicht an der Stimme jetzt auch. Aber ich glaube, wir haben es heute richtig gut gemacht. Erste Halbzeit. Vielleicht auch schon ein Türchen mehr machen können mit den zwei Lattenkopfballen und auch die Chancen, die wir sonst hatten, viele Abschlüsse gehabt. Das haben wir richtig gut gemacht. Nach der Halbzeit haben wir eine Phase gehabt, wo Meiting natürlich ein bisschen was machen muss. Das haben sie auch gut gemacht. Das Tor, mal vorher waren andere Chancen da, die, glaube ich, besser waren. Und dann natürlich aus dem langen Ball und dann der Kopfball, den Ausgleich zu kriegen, das war ja, blöd, ist klar. Aber danach haben wir auch wieder gut gespielt. Mein Freistoß war natürlich sensationell. Ja, leider haben wir kein drittes nachgelegt. Aber ich glaube, wir haben heute super gefightet. Und wie gesagt, für uns in Eichstätten mega Sache, heute hier zumindest gewonnen zu haben. Und jetzt ja, Kräfte sammeln und dann geht Sonntag in die nächste Runde. Ja, wird natürlich ein Spiel, wo es dann auf die Kleinigkeiten ankommt. Man braucht das nötige Glück. Die Mannschaft heute aber ganz klar zeigt, dass sie das packen kann. Du hast es angesprochen, Hans Helker zweimal mit dem Kopfball an der Latte gescheitert. Die Jungs hauen alles in die Waagschale. So ein Kraftakt wie heute innerhalb von ein paar Tagen möglich? Ja, muss, geht nicht anders. Ich glaube, wenn man jetzt in der Situation ist, die Möglichkeit zu haben, sagen wir auch in eine Liga zu überspringen oder aufzusteigen, dann muss man das einfach mobilisieren. Wie gesagt, jetzt gibt es nichts anderes als Kräfte sammeln, zu regenerieren. Wie gesagt, Samstag nochmal eine kurze, knappe Einheit zu machen, einfach nur ein bisschen Bewegung. Und dann müssen wir Sonntag wieder genauso wie heute alles da reinsetzen, alles geben, alle Zweikämpfe annehmen, jedes Laufduell mitnehmen. Und ja, wenn es geht, natürlich ein Tor machen, dann wird es vielleicht für einen Gegner ein bisschen schwieriger, wenn wir ein Tor machen, dann müssen sie schon drei schießen. Und ich glaube, wenn wir aber so fighten wie heute und alles reinlegen, dann sag ich mal, haben wir auch eine Möglichkeit, da weiterzukommen. Marco, alles Gute auf eurem Weg. Viel Glück in Meidingen, wir sind wieder dabei und dann schauen wir mal.